Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Hier ist euer Don. 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Das sind die sogenannten Cluster. Und somit starten wir Sequenz 2, Erinnerung 1. Kalmatevi, der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Sie, Messere. Was für ein Freund. Ja, oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleum? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Okay, so die Mechanik wurde ein bisschen geändert und damit man die volle Synchronisation erreichen, gibt es separate, man kann sie nicht Nebenmissionen, aber separate Argumente, die man erfüllen muss. So wie ihr seht, wir haben nur noch ein Gesundheitsquadrat, das Geld, das wir bei uns hatten, ist auch nicht mehr vorhanden. Ja, den Arzt finden wir schon. Was wir noch haben, ist ein bisschen Medizin. Aber ich glaube, ich kann die Medizin nicht nehmen. Ah doch. Okay. Mein Arm. Also prinzipiell hier sieht man aktuelles Ziel, einen Doktor finden, und für die völlige Synchronisation wissen wir, das Quadrat Gesundheits beibehalten. So, der Doktor ist auch hier. Oh, das schmerzt. Salute. Ich brauche Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Gesundheit, Egel! Prinzipiell ist es ziemlich witzig, dass der Heiler durch die Kleidung von Ezio. In eurem Alter, in Chile. Die Wunden sehen konnten. Gesù che sei lassù, per una volta.
Ach, mein Rücken. Es ist eine elegante Art der Fortbewegung. Ach, komm schon jetzt hier, dein Rücken. Was haben wir hier? Eine Feder. In Brotherhood gibt es nur 10 Federn. Und lasst uns mal synchronisieren. Wie ihr seht, gibt es auch nur 24 Synchronisationspunkte. In Assassin's Creed 2 waren es über 70. Ich dachte, ich hätte irgendwo hier noch eine Feder gesehen. Okay, Todessprung. Ein Bauer widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Also prinzipiell ist jetzt das Ziel, die Wachen verfolgen und mindestens ein Quadrat der Gesundheitsanzeige behalten. So, das sollte kein Problem sein. Was wir machen ist, die Frau meines Bruders starb letzte Woche. Wir gehen von Menschengruppe zu Menschengruppen, so wie wir es in Assassin's Creed 2 gelernt haben. Was bleibt mir anderes übrig? Alles, was ich sagen will, ist, ich sei... Der Preis für Getreide hat sich verdoppelt. Wir können uns nicht mal mehr Brot leisten. Wenn es den guten alten Gewerbetreibende in den von der päpstlichen Garde kontrollierten Bezirken benötigen eine schriftliche Genehmigung. Bei Zuwiderhandlung droht die sofortige Konfiszierung und Verbannung. Auch hier müssen wir auf Distanz bleiben. Die Menschen liebt. Veranstaltet er zu seinem Jubiläum am Campo dei Fiori ein großes Fest. Zur Unterhaltung werden alle Diebe des Rione exekutiert. Ich bin ein Mann mit vielen Talenten. Dort drüben wurden letzte Nacht allesamt ermordet. Angeblich waren es Diebe. Bleiben wir immer schön auf Distanz. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Mar. Das letzte Mal, dass wir ein Buch mit Gewinn verkauft haben, ist schon einige Monate her. Das Concilio bittet alle, die die Gebäude des Leonas, buonasera, und Klettergerüst nutzen, Vorsicht bei Wäscheleinen walten zu lassen. Es gab viele Bestimmungen. Ich sag zwei Männer, die als Kinder zusammen sich waren. Und jetzt. Das war die Erinnerung 1. Wenn euch mein Gameplay gefällt, vergesst nicht zu abonnieren,
drückt hierzu auf den Subscribe-Knopf und wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare, was ich eurer Meinung nach verbessern könnte. Wenn es ein Spiel gibt, das ihr hier sehen möchtet, um es zusammen mit euch durchspielen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss, euer Don.